Jakob, Friede sei auf ihm, er kam zur Welt, als sein Opa Ibrahim, Friede sei auf ihm, noch am Leben war. Ishaq, Friede sei auf ihm, der Vater von Jakob, hatte zwei Söhne, Jakob und Al-Ais. Und von Jakob kamen alle weiteren Propheten der Kinder Israels. Und Jakob ist Israel. Einer seiner Namen ist Israel. Die Gelehrten sagten, dass das Il im Hebräischen für Allah steht. Wir Muslime dürfen Allah allerdings nicht Il nennen, da seine Namen Thawqifiyya sind. Das heißt, die Namen entnehmen wir aus Koran und Sunna. Und wir geben Allah dem Erhabenen keinen anderen Namen, außer die Namen, die wir im Koran und in der authentischen Sunna vorfinden. Isra bedeutet Abd, was auf Deutsch Diener bedeutet. Und Il steht für Allah. Demzufolge würde Israel, also der Diener Allahs, bedeuten. Diesen Namen bekam Jakob, Friede sei auf ihm, nicht als er klein war, sondern als er alt wurde, nachdem er eine unglaubliche Geduld gezeigt hat und sich abmühte auf dem Weg Allahs. Im Gegensatz zu dem, was die Juden sagen, nämlich, dass er diesen Namen bekommen hat, nachdem er gegen Gott im Ringen gewann. Bei Allah suchen wir Zuflucht vor solch üblen Aussagen. Und das ist das, was wir unter anderem in Genesis finden, dass Jakob, Friede sei auf ihm, den Namen Israel bekam, nachdem er Gott angeblich im Ringen besiegt haben soll. Und bei Allah suchen wir Zuflucht vor solch einer Lüge. Und das ist ganz klar von den Sachen, die verfälscht wurden in der Bibel. Und es dient lediglich als Randinformation. Und man muss kein Gelehrter sein, um zu erkennen, dass das eine verfälschte und erlogene Stelle ist. Von vielen weiteren verfälschten Stellen aus der Bibel. Die heutigen Gelehrten, sie sagen, dass man das Land, welches die Palästinenser besetzte, nicht Israel nennen soll. Da dies ein Verweis auf Jakob, Friede sei auf ihm, ist. Und diese Leute sind am weitesten entfernt vom Propheten Jakob. Jakob hat nichts mit diesen Leuten zu tun. Und sie sind seine Feinde, denn sie besetzten die wahren Folger von Jakob, Friede sei auf ihm. Aber wenn man das sagt, weil es mittlerweile verbreitet ist, dann begeht man, inshallah, keine Sünde. Besser wäre es, diesen Staat jüdischer Staat oder hebräischer Staat zu nennen oder ähnliches. Genauso wie mit dem Liwat, was ein Verweis auf Lot, Friede sei auf ihm, ist. Und Lot ist am weitesten entfernt von dieser Schandtat, die das Volk Lots beging. Jakob, Friede sei auf ihn, erlebte mit seinem Vater Ishaq in Beitul Maqdis in Palästina. Dann wollte Jakob, Friede sei auf ihm, nach Haran, zu seinem Onkel mütterlicherseits. Er wollte ihn besuchen und sein Name war Laban. Als er diese Reise unternahm, war er noch relativ jung. Auf dem Weg dahin legte er sich hin und er schlief. Er schlief mit seinem Kopf auf einem Felsen und er träumte, dass Allah der Erhabene zu ihm sprach. Allah gab ihm die Frohbotschaft, dass er ihn und seine Nachkommenschaft segnen wird. Und Allah der Erhabene den Segen auf der Erde ausbreiten wird, in der sich Jakob befindet. Dann stand Jakob auf von seinem Schlaf und schrieb auf dem Felsen. Was schrieb er? Er schrieb Beitu'il, also das Haus Allahs. Dann führte er seine Reise zu seinem Onkel fort und er verbrachte bei ihm eine gewisse Zeit. Jakob wollte dann die Tochter seines Onkels heiraten. Laban, der Onkel mütterlicherseits von Jakob, hatte zwei Töchter. Es wird gesagt, dass die ältere Lia hieß und die kleinere Rahil. Er wollte die jüngere und sein Onkel war einverstanden unter der Bedingung, dass er 7 Jahre lang für ihn arbeitet. Jakob willigte ein und er arbeitete die Zeit, er hütete Schafe. Als er die Zeit komplett abgearbeitet hat, sagte er zu seinem Onkel, die Zeit ist um, verheirate mich. Er sagte okay und als er dann zu ihr einging, also als Jakob zu seiner Frau, die er jetzt heiratet, einging, war dies nicht die jüngere Schwester, sondern die ältere, namens Lia. Dann sagte Jakob zu seinem Onkel, darauf haben wir uns nicht geeinigt, ich wollte die jüngere und nicht die ältere. Dann sagte der Onkel, das ist nicht unsere Kultur, dass wir die jüngere vor der älteren verheiraten. Dann verlangte der Onkel zusätzlich noch, dass er die jüngere Rahil heiratet und das war in ihrer Gesetzgebung erlaubt. Im Islam ist es nicht erlaubt, dass der Mann 2 Schwestern parallel als Frauen hat. Der Onkel bot also Jakob an, dass er die Jüngere auch noch heiraten kann und er stimmte dem zu. Aber der Onkel setzte wieder eine Bedingung und zwar dieselbe wie schon bei der ersten Tochter, nämlich 7 Jahre lang für ihn zu arbeiten und Jakob stimmte zu. Nach diesen 14 Jahren blieb er noch 6 weitere Jahre in Haran bei seinem Onkel und Allah der Erhabene segnete ihn mit viel Vermögen und
Allah schenkte ihm auch 6 Söhne und alle waren von Lia, der älteren Schwester. Die jüngere Schwester Rahil, die Jakob eigentlich von Anfang an wollte, hatte einen speziellen Platz in seinem Herzen. Und das sehen wir insbesondere daran, dass er wieder 7 Jahre Arbeit auf sich nahm, um sie zu heiraten, nachdem er bereits 7 Jahre bei dem Onkel gearbeitet hat. Jakob wünschte sich Kinder von Rahil, insbesondere da sie einen speziellen Platz in seinem Herzen hatte. Und sie nahm diesen einen speziellen Platz ein. Und genauso wollte Rahil ihm Kinder schenken und sie sprach Bittgebete zu Allah, dass sie ihm Kinder auf die Welt bringen kann. In diesem Zustand blieb diese Frau, bis einige Tage und sogar Jahre vergingen. Rahil hatte eine Bedienstete, die sie dann Jakob gab, damit er mit ihr Kinder kriegt, und tatsächlich bekam sie dann 2 Jungen. Lia überkam die Eifersucht und so gab sie Jakob ebenfalls ihre Bedienstete, mit der er Kinder kriegen sollte, und diese schenkte Jakob ebenfalls 2 Söhne. Zu diesem Zeitpunkt hatte er, Friede sei auf ihm, also 10 Kinder, 6 von Lia, von der älteren Schwester, 2 von der Bediensteten von Lia und 2 von der Bediensteten von Rahil oder von den Sklaven, denn das ist legitim. Jakob, Friede sei auf ihm, er gab den Wunsch nicht auf, von Rahil Kinder zu bekommen. Genau wie Rahil den Wunsch nicht aufgab, ihm Kinder zu schenken. Sie machten Dua zu Allah und schlussendlich wurde dann auch Rahil schwanger. Und sie gebar ihm 2 Söhne. Der ältere, Yusuf, Friede sei auf ihm. Und der jüngere, Benjamin. Yusuf und Benjamin waren die jüngsten seiner Kinder. Und diese beiden liebte Jakob am meisten. Dies sind die 12 Kinder Jakobs, Friede sei auf ihm. Nachdem Jakob all das erlangte, wollte er zurück zu Beit al-Maqdis, zu seinem Vater Ishaq, mit seinen Frauen, Kindern und seinem Vermögen. Dann hauchte Allah der Erhabene ihm ein und so wurde er zum Prophet. Allah befahl ihm, Beit al-Maqdis zu bauen, an dem Ort, wo er den Traum sah und an dem Felsen, den er gekennzeichnet hat. Dann baute Jakob, Friede sei auf ihm, die Masjid al-Aqsa. Und die Gelehrten erwähnten, dass es Masjid al-Aqsa genannt wird, aufgrund der Ferne. Es kommt also von Al-Iqsa bzw. Al-Bu'd. Wovon entfernt? Vom Haus Allahs in Mekka. Und deswegen bekam das Gebetshaus diesen Namen. Das ist eine Riesenehre für die Familie. Der Opa von Jakob, Friede sei auf ihnen, baute mit seinem Sohn Ismail die Kaaba. Und Ibrahims Enkel Jakob baute die Masjid Al-Aqsa. Und derjenige, der die Moschee erneuerte, war Suleiman, Friede sei auf ihm, welcher ebenfalls von den Nachkommen Jakobs ist. Aber dieser sollte einige tausend Jahre später kommen. Im Koran finden wir den Begriff Al-Asbat. Die Gelehrten sind sich einig, dass dies die Nachkommen Jakobs sind. Jedoch unterscheiden sich die Meinungen, welche Nachkommen genau damit gemeint sind. Sind es die 12 direkten Söhne Jakobs oder nicht? Einige sagten ja und andere sagten nein. Diese kamen später. Es sind zwar seine Nachkommen, aber spätere Generationen. Dann starb Ishaq, Friede sei auf ihm. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt die Geschichte Yusufs, Friede sei auf ihm. Als der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, über Yusuf gefragt wurde, sagte er: Er ist der Edle, der Sohn eines Edlen, der Sohn eines Edlen, der Sohn eines Edlen. Yusuf, der Sohn von Jakob, der Sohn von Ishaq, der Sohn von Ibrahim. Er ist ein Prophet, sein Vater ist ein Prophet, sein Großvater ist ein Prophet und sein Urgroßvater ist ein Prophet. Was für eine ehrenvolle Abstammungslinie. Als würde das nicht reichen, bekam Yusuf die Hälfte der Schönheit. Im Sahih-Werk von Muslim heißt es: قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ. Ihm wurde die Hälfte der Schönheit gegeben. Was ist damit gemeint? Die Hälfte der Schönheit. Hierzu gibt es mehrere Meinungen. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya sagte, dass das Offensichtliche ist, dass Yusuf, Friede sei auf ihm, bevorzugt wurde gegenüber den Menschen mit der Hälfte der Schönheit. Ibn Kathir sagte, dass einige Gelehrte hierüber sagten, dass das bedeutet, dass er die Hälfte der Schönheit von Adam, Friede sei auf ihm, bekam und dies passend sei, denn Allah erschuf Adam und er formte ihn mit seiner ehrenvollen Hand und er hauchte in ihm von seinem Geist ein und Allah erschafft nur die besten Sachen. Das erwähnte Ibn Kathir. Und das, was offensichtlich ist, und Allah weiß es am besten, ist, dass Yusuf die Hälfte der Schönheit bekam. Es gibt also, wie gesagt, hierüber mehrere Meinungen. Ob es jetzt die Hälfte der Schönheit von Adam ist, oder ob Yusuf tatsächlich die Hälfte der Schönheit bekommen hat, von allen. Fakt ist, Yusuf war unglaublich schön. Und seine Schönheit war überwältigend, sodass man die Fassung verlor, wenn man diesen edlen Propheten
Friede sei auf ihm sah. Diese Schönheit brachte viele Prüfungen mit sich, insbesondere aufgrund der Frauen. Und Yusufs Geschichte beginnt damit, dass er einen Traum sah. Und der Vater liebte Yusuf mehr als die anderen Geschwister. Und Liebe ist eine Sache, die nicht in der Hand eines Menschen liegt. Du kannst nicht sagen, jetzt liebe ich dich mehr oder jetzt liebe ich jenen mehr. Deshalb kann man Jakob, Friede sei auf ihm, keinen Vorwurf machen. Das Problem entsteht erst dann, wenn man einen gegenüber den anderen bevorzugt und ungerecht handelt. Und das war nicht der Fall. Man darf also diese beiden Sachen nicht verwechseln. Nur weil Jakob mehr Liebe für Yusuf empfand als für die anderen Kinder, hieß es nicht, dass Jakob ungerecht handelte. Bei Allah suchen wir Zuflucht, dass dieser ehrenvolle Prophet ungerecht wäre. Im Gegenteil, er behandelte die Kinder gerecht. Denn als später die Geschwister von Yusuf über ihren Vater sagten, Yusuf und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir eine ansehnliche Schar sind. Seid euch bewusst, die Geschwister klagten hier nicht über Ungerechtigkeit, dass Jakob Yusuf und seinen Bruder mehr gibt oder sie besser behandelt und so weiter, sondern sie kritisierten eine Sache, die sich im Herzen Jakobs befindet und nicht in seiner Hand liegt. Und sie kritisierten ihren Vater auch nicht dafür, dass sie zum Beispiel weniger Geschenke bekommen würden oder ähnliches, sondern sie kritisierten ihn dafür, dass er sie mehr liebte. Und Allah weiß es am besten. Die Gerechtigkeit im Geben von Geschenken ist verpflichtend. Aber im Unterhalt ist es nicht verpflichtend. Das erste ist zum Beispiel, wenn der Vater seinen Kindern Geld schenkt, dann soll er ihnen gleichermaßen geben. Er kann nicht dem einen 5 Euro und dem anderen 100 Euro geben. Aber im Unterhalt ist dies nicht verpflichtend. Zum Beispiel, du hast 2 Kinder und einer studiert im Ausland und der andere studiert nebenan. So benötigt derjenige, der im Ausland studiert, mehr als derjenige, der nebenan studiert. Der im Ausland, der muss seine Fixkosten decken, er muss Miete bezahlen, Strom, Essen etc. Während der andere noch bei seinen Eltern lebt, zu Hause ist, zu Hause trinkt und nicht diese Rechnungen zahlen muss, die der andere bezahlen muss. Genauso auch in Bezug auf die Gefühle im Herzen. Du kannst möglicherweise den einen Sohn mehr lieben als den anderen, weil bei ihm gewisse Charakterzüge vorhanden sind, die bei dem anderen nicht vorhanden sind. Wenn zum Beispiel der eine Sohn rechtschaffen ist, immer die Wahrheit spricht, einen schönen Charakter hat und der andere ist ein Lügner und er hat viele schlechte Eigenschaften, dann ist es mehr als natürlich, dass die Gefühle für den einen mehr sind als die für den anderen, insbesondere wenn er die Eltern schlecht behandelt, der Lügner und der mit den vielen schlechten Eigenschaften. Und Jakob, Friede sei auf ihm, hatte hier einen Sohn, der innerlich wundervolle Charaktereigenschaften hatte und optisch ebenfalls wunderschön war. Und Jakob sah etwas in seinem Sohn und wusste, dass aus ihm etwas werden wird. Und diese Eigenschaft, etwas in einer Person zu erkennen und zu sehen, nennt man Firasa. Das ist eine sehr interessante Wissenschaft. Und in den meisten Fällen waren es die Lehrer gewisser Gelehrte, die in dem Schüler dieses gewisse Etwas sahen. Zum Beispiel der Imam Malik. Er sah bei Imam al-Shafi'i dieses gewisse Etwas. Oder al-Sha'bi bei Abu Hanifa und so weiter. Auf jeden Fall gab es dann dieses Ereignis mit dem Traum, den Yusuf, Friede sei auf ihm, sah, welches das Gefühl bei seinem Vater Jakob bestärkte, dass sein Sohn für Großes bestimmt worden ist. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا الشيطان للإنسان عدو مبين. يوسف sagte zu seinem Vater: O mein Vater, ich sah 11 Sterne und die Sonne und den Mond, ich sah sie sich vor mir niederwerfen. Das ist ein Traum und die Träume sind von dreierlei Art. Der erste Traum, er ist von Allah, wie im Falle von Yusuf, Friede sei auf ihm. Und diese Träume von Allah haben Zeichen. Zum Beispiel sind diese Träume kurz, sie sind deutlich und in den meisten Fällen, wie hier bei Yusuf oder Ibrahim, als er seinen Traum sah, dass er seinen Sohn schlachtete, diese Träume waren relativ kurz. Und das ist meistens der Fall, es ist nicht immer so, aber das sind Indizien dafür, dass es ein wahrer Traum ist. Die zweite Kategorie ist
Hadithun Nafs. Das ist eine Art Selbstgespräch, beziehungsweise es ist etwas aus deinem Alltag, was verarbeitet wird. Zum Beispiel schreibst du eine Prüfung und dann träumst du von dieser Prüfung, wie du in einem Raum sitzt und diese Prüfung schreibst und so weiter. Der dritte Traum ist der Traum vom Shaitan. Was ist sein Ziel? Der Shaitan, er möchte dich mit diesem Traum traurig machen. Als wäre er nicht schon tagsüber lästig genug, verfolgt er uns noch im Schlaf. Yusuf hatte also diesen Traum. Und Ya'qub erkannte sofort, dass das ein Traum von Allah, dem Erhabenen, ist. Ya'qub sagte dann, O mein lieber Sohn, erzähle dein Traumgesicht nicht deinen Brüdern, sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Gewiss, der Satan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. Ya'qub sagte das, da er wusste, wie seine älteren 10 Geschwister Yusuf behandeln, und er sah, dass der Neid einen festen Platz in ihren Herzen eingenommen hat. So hatte Ya'qub Angst, dass bei der Enthüllung seines Traums der Vorzug Yusufs offensichtlich wird und dies zu noch mehr Übel und Neid führt. Und hier lernen wir eine weitere Sache, und zwar, dass man solche Träume, die eine Frohbotschaft mit sich bringen, nicht Leuten erzählt, die für einen Schlechtes wollen, sondern man erzählt es lediglich denen, wo du dir sicher bist, dass sie Gutes für dich möchten. Und Yusuf, Friede sei auf ihm, er gehorchte seinem Vater und er erzählte diesen Traum nicht. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين Und so wird dein Herr dich erwählen und dich etwas von der Deutung der Träume lehren. Das heißt, dass die Traumdeutung eine Wissenschaft ist und dies nicht jeder willkürlich machen kann, der diesbezüglich einige Traumdeutungsbücher liest. Das ist in erster Linie etwas, das Allah einem in die Wiege legt. Und es ist ein Geschenk von Allah, dem Erhabenen. Und einige Menschen kriegen den Schlüssel, um die Träume zu deuten von Allah, und andere nicht. Und das sind die meisten. Zudem muss der Traumdeuter ein gutes und weites Wissen haben über den Koran und über die Sunna. Dann muss er die arabische Sprache beherrschen. Dann muss er die A'raf der Menschen kennen. Also er muss die Sitten und Gebräuche kennen. Wenn man ein Reittier reitet in der Wüste oder in Amerika, kann dies etwas komplett anderes bedeuten. Zudem kann der ein und derselbe Traum bei 2 verschiedenen Menschen etwas ganz anderes bedeuten, weshalb einige Gelehrten es auch verbieten, dass man Träume über das Telefon interpretiert. Denn du siehst ja nicht, wer die Person ist, die diesen Traum schildert. Es heißt weiter, und so wird dein Herr dich erwählen und dich etwas von der Traumdeutung lehren und seine Gunst an dir und an der Sippe Jakobs vollenden, wie er sie zuvor an deinen beiden Vätern, Ibrahim und Ishaq, vollendet hat. Gewiss, dein Herr ist allwissend, allweise. Wahrlich, in Yusuf und seinen Brüdern sind Zeichen für diejenigen, die nach der Wahrheit fragen. Es ist ein Zeichen, dass der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, die Geschichte von diesem Propheten so detailliert wiedergeben kann, obwohl er weder lesen noch schreiben konnte und Mekka nur ein einziges Mal verließ. Von wo hätte er diese Geschichte so exakt und detailliert hören können, wenn zwischen ihm und dem Propheten Yusuf tausende Jahre waren? Wo hätte er diese Geschichte herhaben können? Außer es kommt direkt vom Herrn der Welten. Die Antwort der Christen wäre, er hat es von der Bibel abgeschrieben. Und jeder, der die Geschichte Yusufs in der Bibel gelesen hat, weiß genau, dass er die nicht von dort hat. Denn um einen kleinen Unterschied zu geben, als Yusuf den Traum hatte mit den 11 Sternen, der Sonne und dem Mond, erzählte Yusuf den Traum seinem Vater. Und der Vater erkannte, dass dieser Traum etwas Großes bedeutet, und er sagte, erzähle diesen Traum nicht deinen Brüdern. In der Bibel hingegen erzählt er den Traum seinen Brüdern. Der Vater soll gesagt haben, was ist das für ein dummer Traum, den du da geträumt hast? Wir sehen hier ganz klar den Unterschied in der Erhabenheit zwischen der Geschichte im Koran und der verfälschten Version aus der Bibel. Und diese Sachen können wir ganz klar ablehnen, weil er nicht gesagt hat, was ist das für ein dummer Traum, den du da geträumt hast, sondern das, was Ya'qub, Friede sei auf ihn, zu seinem Sohn sagt. Und das ist das, was ich für einen Propheten gehört. Er sagte,
erzähle den Traum nicht deinen Brüdern, denn sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Denn Jakob erkannte, dass das ein wahrhaftiger Traum ist, der sich bewahrheiten wird, wie wir am Ende der Geschichte sehen werden. Und er wusste, wenn er diesen Traum seinen Brüdern erzählt, dann werden sie noch neidischer und noch mehr Hass gegenüber Yusuf entwickeln. Aber in der Bibel sagt er, was ist das für ein dummer Traum, den du da geträumt hast? Das soll nur ein kleines Beispiel sein, damit man den Unterschied erkennt zwischen dem erhabenen Koran oder die Geschichte aus dem erhabenen Koran und die Geschichte von irgendwelchen Schreibern, die diese Sachen geschrieben haben, als Jesus schon längst gestorben war, wo man nicht einmal weiß, wer ihre Namen sind. Kommen wir zurück zu der Geschichte. Die 10 Älteren, sie versammelten sich und sie sagten, wahrlich, Yusuf und sein Bruder, welcher Bruder? Benjamin, sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir eine ansehnliche Schar sind. Unser Vater befindet sich fürwahr im deutlichen Irrtum. Was meinten sie damit? Meinten sie, dass Jakob irregeleitet ist? Nein, denn hätten sie das gemeint, wären sie Ungläubige geworden. Denn das ist der Prophet und den Propheten als irregeleitet zu bezeichnen, wäre Kufur. Und dann würde man von der Religion abfallen. Vielmehr meinten sie damit, er befindet sich fürwahr auf einem deutlichen Fehler im Vorziehen von Yusuf und seinem Bruder uns gegenüber. Das ist das, was sie gemeint haben. Hier ist nicht der Irrweg in Bezug auf die Religion gemeint, denn hätten sie das gemeint, hätten sie Kufr begangen. Und das ist das, was Al-Barawi in seinem Tafsir erwähnt. Sondern ist hier der Fehler im Regeln einer Dunya-Angelegenheit gemeint. Denn das, was die Brüder hier ausdrücken wollen, ist, dass sie ihrem Vater nützlicher sind in den Angelegenheiten der Dunya. Deswegen haben wir seine Liebe mehr verdient als Yusuf und sein Bruder. So begeht er einen Fehler damit, dass er sie mehr liebt als uns. Das ist das, was die Brüder meinten. Allah weiß es am besten.